Seltene Erden oder der Handelskrieg wird konkret. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Es sind zunächst mal Nadelstiche, die China jetzt im Handelskrieg setzt. Heute die Äußerung des Chefredakteurs der chinesischen Global Times, der gesagt hat, ja, soweit ich höre, wird es Beschränkungen geben für seltene Erden für den Export in die USA. Das ist im Grunde dann durch ein chinesisches Ministerium bestätigt worden, das gesagt hat, ja, wir werden jetzt erstmal die heimische Nachfrage privilegieren, denn es ist schlichtweg so, das werde ich gleich zeigen, dass China sehr, sehr starken Bedarf hat, sehr starken Bedarf hat nach diesen seltenen Erden. Und jetzt liegt es natürlich nahe, dass man da denjenigen, der einen so ein bisschen unterdrückt, so hat man ja in Peking das Gefühl, dass man denen hier eben nicht privilegiert, sondern auch ein bisschen seine eigenen Muskeln zeigte. Das ist heute eines der ganz, ganz großen Themen. China hat eine andere Sicht der Dinge insgesamt auf diesen Handelskrieg. Und das würde ich Ihnen gerne hier anhand eines Artikels aus der South China Morning Post von heute mal zeigen. Da heißt es nämlich, und damit widerspricht man ja der Darstellung der Amerikaner, die die westlichen Medien ja praktisch ungeprüft und unkritisch übernehmen. Hier sagt man ja, es waren die Amerikaner, die immer höhere Forderungen plötzlich gestellt haben. Zum Beispiel nochmal höhere Kontingente von Landwirtschaftsprodukten, die China kaufen müsse. Man hat gefordert, eben das Ganze sofort in Gesetze umzuwandeln, einen Kontrollmechanismus zu etablieren, der sozusagen für China nur demütigend gewesen sei. Da hat es offenkundig dann in einem privaten Gespräch zwischen Liu He, Lighthizer und Nutchin dann diese Differenzen gegeben, als plötzlich hier etwas zerbrach, die Physik sozusagen, die Stimmung zwischen diesen Beteiligten zerbrochen ist. Dann habe das Politbüro die neuen Forderungen der Amerikaner gesehen und gesagt, darauf können wir uns überhaupt nicht einlassen. Die Amerikaner selber haben ja gesagt, naja, wir haben den Chinesen eine 150 Seiten Papier geschickt und davon kamen praktisch fast die Hälfte mit Rotstift zurück. Also hier widerspricht man sich, aber es ist eben wertvoll, auch mal die andere Sicht der Dinge zu bekommen, nicht eben nur die amerikanische, die ja so tut, als wäre China praktisch der Verursacher, indem sie zugesagte Positionen plötzlich wieder geräumt hätten, hinter alle Versprechen zurückgefallen wären. Die Wahrheit, die Realität ist wohl ein bisschen komplexer. Was hat es mit diesen seltenen Erden auf sich? Die werden vorwiegend gebraucht, eben bei der Produktion von Elektromobilität zum Beispiel. Und da fährt China massiv seine Produktion nach oben. China produziert in diesem Jahr wohl doppelt so viele Elektroautos wie noch im Vorjahr. Dafür braucht man eben seltene Erden und die hackt man, wie man hier sieht. Hier gibt es eine Grafik zu den größten Produzenten eben dieser seltenen Erden. Und da sehen wir mit weitem Abstand sechsmal so viel hat China gefördert oder fördert China wie der zweitgrößte seltene Erdenproduzent, nämlich Australien. Die Amerikaner haben auch ein bisschen was, etwa ein Siebtel dessen, was China hat. Also man sieht, das ist schon eine Hausnummer hier. Die Frage ist, wie wird sich das konkretisieren? Wird das wirklich schmerzvoll für die Amerikaner? Die Wall Street sagt sich erstmal, who cares? Wir glauben immer noch an den Ausgang des Handelskonflikts, dass der irgendwie schon richtig gut laufen wird. Schauen wir uns noch mal ganz kurz hier eben die Importe der USA von seltenen Erden an. Die kommen zu 60% etwa aus China. Mit Abstand eben der größte Lieferant eben für diese seltenen Erden. Aber die Wall Street, zumindest einige Dickfische, beginnen jetzt umzudenken. Zum Beispiel Jamie Dimon, den Sie vielleicht kennen als Chef von JP Morgan, der lange diesen Handelskonflikt als Skirmish bezeichnet hat, also als Geplänkel, nicht so ernst zu nehmen. Jetzt hat er umgeschwenkt heute in einem Tweet. Ich glaube, dass dieser Trade, diese Handelsgeschichte eine wirkliche Sache ist. Das hat sich gewandelt von einem Geplänkel zu einer deutlich wichtigeren Sache. Wenn die Dinge hier weiter schlecht laufen und man weitere negative Überraschungen hat, dann wird das das Vertrauen zerstören, wird das Vertrauen eintrüben und es ändert die Art und Weise, wie die Leute investieren wollen. Das ist ja kein Niemand an der Wall Street, sondern Jamie Dimon ist der Chef der größten, mit Abstand mächtigsten Bank in den USA. Dementsprechend könnte das auch auf die Wall Street abstrahlen. Tut es das? Naja, geht so. Die amerikanischen Konsumenten jedenfalls sind so euphorisch wie schon lange nicht mehr, wie heute die Verbraucherstimmung des Conference Board gezeigt hat. Jetzt wollen wir mal schauen,
was die amerikanischen Aktienmärkte daraus machen. Man ist eigentlich in so einer Seitwärtsphase. Zur Börseneröffnung an der Wall Street, zur Eröffnung des Kassamarktes, da ging es erstmal nach oben, aber dann der Rückschlag. Jetzt ist man so ein bisschen in der Mitte dieser Zone zwischen 2822 und 2840 Punkten beim S&P 500. Also es tut sich scheinbar nicht so viel. Schauen wir uns mal die anderen Märkte an. Da sehen wir hier den Dow Jones 25.614, Visa. Einer der Gewinner, Zahlungsabwickler sind die Gewinner nach einer großen Übernahme, die heute bekannt geworden ist in diesem Sektor. Also es schleppt sich so ein bisschen dahin. Es tut sich scheinbar nicht so viel. Woran kann das liegen, dass die Wall Street nicht nach unten will? Möglicherweise an Absicherungsgeschäften. Wir sehen hier zum Beispiel den S&P 500 Power Buffer. Das ist ein Instrument, mit dem Profi-Investoren ihre Investments absichern, abhatchen, falls eben hier Rückschläge kommen. Und wir sehen hier, die Positionierungen sind außerordentlich hoch. Und das verhindert vielleicht, dass hier wirklich erstmal was nach unten geht, weil eben zu viele Absicherungen da sind. Wenn der Markt nach oben geht, dann könnten die sozusagen aufgelöst werden. Das wären dann faktisch Käufe am Markt. Jedenfalls ist das eine der wenigen plausiblen Erklärungen, die ich mir hier zurechtlege, warum die Dinge sich so halten, obwohl ja völlig klar ist, dass die Geschichte mit dem Handelskrieg wirklich eskaliert. Das ist ja jetzt kein Spiel mehr. Man kann nicht wirklich sagen, die wollen nur spielen. Das wird sich alles jetzt in wenigen Tagen wieder erledigt haben. Das deutet nicht darauf hin. Trump selbst hat ja gesagt, ich bin noch nicht bereit für einen Deal. Vielleicht sind es die anderen, nämlich die Chinesen, auch nicht. Gehen wir weiter in den Charts, schauen wir uns an, was der Nasdaq veranstaltet. Da ist er, da sind wir bei 7.327. Der Index sieht nach wie vor am schlechtesten aus eigentlich. Tech ist natürlich am empfindlichsten in diesem Handelskrieg. Gestern ja schon die Ankündigung Chinas, dass man hier Cybersecurity-Gesetze machen wird, die eben ausländische Firmen, vor allem amerikanische Firmen, treffen kann. Man will da praktisch 1:1 zurückschlagen, will praktisch die Voraussetzungen schaffen, dass man eben das Gleiche machen kann, was die Amerikaner mit Huawei gemacht haben. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Tech eher schlechter läuft. Was heute gut läuft, sind die sogenannten Utilities, Versorger. Wir sehen fallende Renditen. Wir haben heute den tiefsten Stand der 10-jährigen US-Staatsanleihe seit dem Jahr 2017. Wir haben vorhin eine Auktion gehabt einer 2-jährigen US-Staatsanleihe. Die Nachfrage war gut, aber es sind vor allem inländische Nachfrager, die sogenannten Direct Bidders, die hier zugegriffen haben, weniger die ausländischen, die sogenannten Indirects. Und die USA werden in dieser Woche alleine Staatsanleihen im Volumen von 113 Milliarden Dollar emittieren. Kein wirklich kleiner Batzen, 2-jährige, 5-jährige und 7-jährige Staatsanleihen. Das wird ein Lackmustest. Wird China da boykottieren? Wird man eben nicht kaufen? Unwahrscheinlich, dass sie ihre Staatsanleihen wirklich auf den Markt werfen, die sie haben von den USA, die Chinesen nämlich. Nein, sie werden eher wahrscheinlich einen Käuferstreik tätigen. Das zumindest wäre eine Vermutung. Gehen wir in den Charts weiter und schauen uns den lieben DAX an. Der hält sich ebenso wie die US-Indizes in so einer Seitwärtsrange, aktuell 12.047 Punkte. Man könnte meinen, es wäre überhaupt nichts los an den Märkten. Es gäbe überhaupt kein Problem an den Märkten. Alle so ein bisschen gelangweilt. Schauen wir uns den Euro an. Der hatte Probleme nach wie vor, eben diese Italien-Geschichte. Salvini hat heute nochmal klar gesagt, ich bin nicht bereit und werde alles einsetzen, diese Defizitregeln zu akzeptieren, die Europa schaden würden, mithin die also Italien schaden. Das meinte er wohl damit. Wir haben den Goldpreis bei 1278 Dollar, Stärke auf breiter Front ist heute wieder zu konstatieren. Wir haben den Ölpreis bei 58,90 Dollar in einer Seitwärtsrange nach dem Abverkauf, den es ja vor einigen Tagen gegeben hatte. Also, der Handelskrieg wird jetzt konkreter. Wir haben nicht nur die Zolldrohung, die Gegenzolldrohung durch die Chinesen, sondern jetzt geht es um die Lieferung von Dingen, die auch die Amerikaner dringend brauchen. China zeigt so Stück für Stück seine Muskeln. Trump will weiter einen harten Kurs fahren. Wie das Ganze sich lösen soll und wie das jenseits der ökonomischen ohnehin fragilen Situation funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Die Berichtssaison im zweiten Quartal wird sehr, sehr interessant. Interessant wird vielleicht auch das Webinar heute um 20 Uhr. Da geht es um das Thema Handelskrieg, Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Und dabei ist ein Gast,
ein Freund von mir, der Bullen-Nörgler, der vieles Interessantes da beitragen kann. Es wird ein Dialog werden. Ich hoffe, Sie sind dabei. Ich glaube, es wird lustig, spannend und interessant. 20 Uhr, der Link wieder unter dem Video. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Feierabend und hoffe, wir sehen uns um 20 Uhr, meine Damen und Herren. Servus.